Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen wieder zurück zu einem neuen Video von mir. Ihr seht, heute geht es um einen Zuffenhausener, und zwar den Porsche 911 Carrera 4 GTS. Und ihr seht schon, die Verpackung, die Firma ist Schuko, also sie hat den Wagen hergestellt, in Maßstab 1:43. Und wir sehen die Verpackung, ist in schwarz gehalten, hier ist nochmal die Nummer. Ist übrigens schwarz-metallic. Auf der Seite ist nicht zu sehen, außer die Webseite. Hier Schuko Edition 43, auch Schuko. Und das war's. Ich packe jetzt den Wagen für euch aus und wir sehen uns gleich. So, das Modell ist ausgepackt und wir können sehen, das ist ein sehr schnittiges Fahrzeug. Ich fange am besten gleich vorne an. Ihr seht hier die Front, ist meiner Meinung nach sehr gut gemacht worden von Schuko. Man sieht vorne das Porsche-Logo. Ne? Die schönen Rundlichter von Porsche, die halt typischerweise für den 911 stehen. Dann die Blinker. Und wir kommen zur Seite. Und hier können wir schon sehen, diese fantastische Form des 911ers. Und ja, die klassische Form, aber zeitgleich auch offenbar zeitlose Form. Sie wird immer nur ganz nuancenmäßig angepasst bei jedem neuen Modell. Und ihr könnt sehen, die Felgen hier sind schwarz gehalten, die sehen aber verdammt gut aus. Also ich fand das wirklich sehr cool damals, wo ich das Modell gekauft hatte. Ja, ihr seht, die Felgen sind wirklich sehr gut umgesetzt worden. Sehr detailreich. Und ja, wir kommen zum Heck. Und ihr seht hier diesen fließenden Übergang. Und da sind wir auch schon bei dem Porsche-typischen, ja, ich meine, das Ganze macht ein Porsche aus. Der Motor ist halt hinten, ne? Also 911er vor allem macht das aus. Und wenn man mich fragt, ist dieses Modell eines der schönsten 911er Modelle. Und zwar aufgrund der, ja, dieser Lichtform hier, ja, diese Lichtstreifen. Also allein dieses Licht, dieses langgezogene, über die Seite gezogenes Licht ist meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr, sehr gut gelungen. Und deswegen ist dieser Porsche in meiner Sammlung gelandet, weil ja, er sieht einfach gut aus. Schade, dass es kein 1:18er von diesem Modell hier gerade gibt mit der Farbkombination. Sonst hätte ich den nämlich in groß, aber ich habe damals gedacht, ich muss den unbedingt haben. Er ist übrigens limitiert auf 1000 Stück. Und ja, ihr könnt hier nochmal sehen, die vier Auspuffrohre. Und hier nochmal den Porsche-Schriftzug mit GTS drauf. Oder 4 GTS steht drauf. Ja, also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Modell. Und wir schauen mal in den Innenraum rein und ihr könnt sehen, helle Ausstattung, also wirklich besser geht's gar nicht. Ist auch sehr gut gemacht im Innenraum von Schuko, da kann man eigentlich nicht viel meckern, sage ich mal. Und ja, der Porsche Innenraum ist sowieso sehr, sehr gut. Seit diesem Modell finde ich sowieso, dass Porsche den 911 im Innenraum ja sehr, sehr gut an die Zeit angepasst hat, sage ich mal. Und ja, also man sieht wirklich, es sieht drin sogar sehr gemütlich aus. Nicht nur sportlich, sondern auch gemütlich, meiner Meinung nach. Schaut euch nochmal schön die Form von der Seite an. Also mich würde mal interessieren, wie findet ihr dieses Modell? Habt ihr sowas auch in eurer Sammlung? Habt ihr vielleicht sogar einen echten Porsche? Lasst es mich gerne wissen, mich würde das mal wirklich interessieren, wie ihr das ganze Modell findet. Ich meine, es gibt ja schon Nachfolger von dem. Weiß ich noch nicht, ob ich den ganz gut finde. Ich glaube, das Heck ist mir irgendwie zu etwas wuchtig geworden. Mein Favorit ist auf jeden Fall dieses Modell von dem 911er. Muss kein Carrera 4 GTS sein, kann auch ein Porsche Turbo S sein. Aber auf jeden Fall, die Form ist meiner Meinung nach die schönste.
Schreibt es mir in die Kommentare, gebt Feedback, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.